mein Gott. Jetzt bin ich am Überlegen, ob es nur kurz den Topf hat vorne, oder? Definitiv. Jetzt machen wir es doch mal bei einem Anruf. Was hat denn derjenige da abgeht? Ist der von hier? Ah ja, telefonieren kann er. Geht nicht dran. Auf die eine oder auf die andere Art. So, ich hab nichts jetzt. Okay. Weil das wird dann zu viel. Ja. Dann machen wir erstmal jetzt die Soße. Warte mal. Noch ein bisschen. So. Wir improvisieren jetzt mal kurz ganz schnell. Das heißt, in zwei Tagen Soße fertig machen, dann alles in einen Topf umpacken. Geht. So, Tomaten, Ketchup. So, Tomaten rein. Schön aufteilen. Yes. Das habe ich jetzt vergessen zu öffnen. Tut mir leid. Mhm. Aber schön, scharf, lecker. Und viel Knofi. Mmm. Das kann man machen, ob er mir einen Topf lässt, wa? Okay.
Und der Rest sind Futter. Oh? Der Rest sind Futter. Yes. Hast du denn keinen großen Topf? Nein, Mann. Das heißt, dass ich das improvisieren kann. Oh, so was kann ich improvisieren. In den Plastikschlüssel, da brauchst du nichts reintun. Alternativ, solange ich den Glasschlüssel in so ein Ding. Ja, klar! Muss ich gehen? Ja, ne? Wenn du hier aufpasst, dann gehe ich eben schnell nach Hause. Dann hole ich noch einen Topf. Lustig. Jetzt passt ihr weiter auf. Die Frau hat uns einen Topf organisiert von Sis, bitte. Ich danke dir herzlich für deine Unterstützung. Ausnahmsweise. Bis später, Leute.
du bei mir? Ja, ist ja mal ein Schlüsselbad an bei mir. Dann gib mir mal eben. Warte mal kurz. Den musst du etwas fester reinschieben, damit die Tür außen nicht aufgeht. Weil die Tür draußen, die Außentür etwas verschlossen passt macht. Warum ist denn der schief? Ja, keine Ahnung. Okay, Leute, ich bin gleich wieder da. Und wir sehen uns gleich. Das war es. Ich musste gerade die Treppe runterholen und sonst wäre es nach hinten losgegangen. Dein Kauf. Dankeschön erstmal für deine Unterstützung. Okay. Muss da noch hier jetzt noch was sein? Ja. Das kann da viel drauf sein. So. Kommst du heute oder kommst du morgen? Bitte morgen, bitte morgen, bitte morgen. Ich weiß, was muss man haben, Frau Butter. So, jetzt kommen die Nudeln. Wir nehmen ja Spiralnudeln, Spaghetti. Kartoffeln, der Kampf, mit der Zeit. Ey, du sollst das nicht draußen lassen, sondern du sollst das drinnen lassen. Ja, das ist das. So, Salz rein? Darf ich? Dankeschön. Nicht mehr? Ein bisschen kannst du noch. Gut. Dann wollte ich schon in das Objekt reinpacken. Das ist aber nicht von mir. Ja. So, jetzt kommen zuerst die Nudeln noch rein. Und dann heißt das guten Appetit, wa? Und Herr Biermann, ich wünsche dir noch eine schöne Spülung, Spültag, die Ofenstabe machen, Spültag, so. Währenddessen läuft ein Livestream von aus der Ukraine im Fernsehen. Ja, ne? Ja. Hast du den Ton ausgemacht? Ne, Ton ist an, aber die senden ohne Ton. Okay. Komischerweise. Jetzt zeigen die wieder alle Geräusche. Cool, oder? Ja. So. Was denkst du, wann? Ob soll ich jetzt schon mal Nudeln reinmachen oder erst in das Blubber? Okay. So. Wer weiß, ob Lust die Masche. Naschen am Kochen ist verboten. Ich
Schmeckt. Und ich spiele den Club, die Klofi vielleicht schon mal. Ja, den kannst du jetzt halten. Wohl ein Punkt muss ich nicht machen. Ich bin morgen auch noch mit. Da brauchst du das einfach normal machen. Ich weiß nicht, was du machst. Mikrowelle! So ein Topf, es sieht vernünftig aus. Das ist ja offen von mir. Definitiv. So kann ich keine andere Tomatensoße. Tomatensoße. Bolognese-Soße. Willst du später was nach Hause nehmen? Kann ich machen. Oh, okay. Man muss nur ein passendes Gefäß dafür finden, wa? Ja, okay. Und so Mäbel und so viel, was noch ist, kannst du das in so eine Schüssel rein tun. Mhm. So, jetzt warten wir nur noch auf die Nudeln. Du weißt schon, dass die Nudeln noch umgerührt werden müssen? Ja. Gut. Und dann nur noch den zweiten Topf erhitzen. Bitte, ich bin da schon. Ne, brauchst nicht, ist schon heiß genug. Und das ist ja noch heiß genug. Und dann wünsche ich uns beiden einen schönen Appetit. Ich habe auch sogar dran gedacht, Nachtisch zu besorgen, sondern einen Sahnejoghurt-Schoko. Du weißt, willst du essen gleich mal haben? Ich habe ein. Aber egal. So. Einen. Eini. Zwei. Du brauchst gar nicht anmachen. Das ist heiß genug. Das ist von jemandem ganz bestimmten, die das wollte, dass du das ins Gesicht kriegst. Ja. Und abweicht. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ihr denkt wohl, warum ich so fies bin. Was ist das hier so gelbisch?